Im Zuge von sogenannten Landesaufnahmeprogrammen war es ab 2013 möglich, syrische Kriegsflüchtlinge nach Deutschland zu holen. Die Voraussetzung dafür war allerdings, dass man eine Bürgschaft unterschreibt. Das heißt, man hat sich dazu schriftlich verpflichtet, für die Lebenshaltungskosten aufzukommen und für den Fall, dass Sozialleistungen in Anspruch genommen werden, für diese entsprechend auch aufzukommen. Ja, nun sind in den Folgejahren syrische Kriegsflüchtlinge unter diesen Bedingungen nach Deutschland gekommen. Und jetzt, Jahre später, bekommen die ersten Bürger eine Rechnung vom Jobcenter. Die Rechnungen sind unterschiedlich hoch, von wenigen 1.000 Euro bis 100.000 Euro. Wir haben von einem Fall gehört, wo ein hier in Deutschland lebender Syrer, ein syrischer Kurde, 31 Familienangehörige nachgeholt hat. Die Kosten, die dafür entstanden sind bei den Jobcentern, belaufen sich inzwischen auf 700.000 Euro. Und nun will er und viele andere auch natürlich nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben. Die Politik hat sich dem Thema angenommen, vor allem die SPD ist vorgeprescht mit der Idee, der Steuerzahler können doch die Kosten übernehmen. Wir als AfD lehnen das ganz selbstverständlich ab. Wir sind eine Rechtsstaatspartei und wenn man eine Bürgschaft unterschreibt, dann hat man dafür auch zu bürgen. Das heißt, man hat auch die Kosten zu übernehmen. Dafür werden wir kämpfen, dass dem Steuerzahler diese Kosten nicht übergeholfen werden, sondern dass die Bürger haften. Werden Sie Fan unserer Seite. Gefällt mir klicken. Abonnieren Sie uns. Nicht vergessen, im Newsfeed als erstes anzeigen lassen.